So Leute, guten Morgen. Hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Ihr hört, ich bin super fett krank. Und von dem her, oh Moment, die Enten. Okay, das haben wir gemacht. Zack, jawohl. Erledigt, sonst auch alles erledigt. Hier ist alles dicht. Und hier ist alles dicht. Und hier ist ja schon, wir sind ja schon wieder am Ende, ne? Das geht ja immer recht schnell. Also damit haben sie wirklich noch richtig. Oh, das war natürlich nicht sehr schlau. Richtig Kohle generieren sie damit. Zumindest bei mir, weil ich das, also bei vielen Leuten, weil sie das halt immer kaufen. Schauen wir in den Krieg. So, wir haben hier noch 52, hier noch 44. Hm. 8 Angriffe, 8 mal 50, rechnen wir mit 50, 400, kommen sie knapp, also knappe Kiste, nicht so, nicht so geil, ne? Okay, holen wir uns zuerst einen Aramis zum Warmwerden. Nehmen wir doch den mit Gelb-Lila. Ich habe Teams ein bisschen umgestellt. Nee, das wollte ich gar nicht nehmen. Ich wollte das hier nehmen. So, man muss natürlich mit Lebiota da aufpassen. Aber ja, also richtig eingesetzt sollte sie hier das Brett an sich durchziehen können und entschuldigt bitte, und dafür sorgen, dass die nicht so viel zum Auslösen kommen. Let's go. Wünscht mir Glück. Mein lieber Freund hat's mich erwischt. Okay, ich sehe erstmal viel Gelb, keine 7, wenn ich die Dragon Bomb mache. Ich kann erst den unten machen, den Dreier, den er mir anzeigt. Und dann die Dragon Bomb müssten alle voll sein. Okay, so natürlich nicht. Das ist ärgerlich. Ich hätte jetzt einen Stein, wenn ich Lila spiele. Ja, das sehe ich natürlich auch. Ich glaube, ich werde das machen und dann Nemesis auf 1 zünden plus die gelben Steine dürfte reichen. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Ich mache mir da Lila nicht kaputt. Es gehen 2 ganze Steine oder 3 in Aramis. Ich weiß immer nicht. Ja, ich muss das machen eigentlich, ja, weil er ist, also er darf nicht auslösen. Wir haben immer noch Equalizer, wo er nicht ganz so gefährlich ist, aber wenn der Overheal halt mal drauf ist, kommst du schwer durch. Von dem her ballern wir das in Jana rein. Das ist natürlich klasse, dass da Lila kommt. So, und jetzt hier. Okay, das fegt ihn sogar schon weg. Und der Ausgleich kommt. Ich finde die Seite hier fast unangenehmer wie sie. Nein, sie macht das Mana weg. Aber ich habe hier halt auch Steine drunter, ne? Also wir machen das mal so. Schauen mal, wie weit wir so kommen. Ja, und dann müssten wir fast Tete Sherry rausnehmen. Machen wir das mal. Denn wir haben ja noch Zeit bis zum nächsten Ausgleich. Und sie
ist hier auch nicht immun. Ich gebe mal den Heal drauf. Okay, das hat ausgelöst. Dann, ich brauche Lepiota gar nicht, also brauche sie nicht spielen im Moment. Wir machen das so, dass wir hier die Dragon Bomb haben oder auch einen Diamanten natürlich sehr gerne. So, jetzt müssen wir warten, der Ausgleich kommt. Ja, spielen wir das ruhig so, dann haben wir da Lila drunter. So, Equalizer kommt, sie ist noch nicht voll. Ich kann sie direkt wieder wegpacken. Will zuerst heilen. Einfach, dass da nichts verrutscht. Und mach dann den. Nee, ich brauch den Dia. Brauche ich den Dia? Nee. So, Fortuna löst aus, dispellt hier alles und setzt die Fiends drauf. Ich habe aber einen dicken Heal am Start. Jetzt kriegen wir das Mana geklaut. Sie hat das Mana Shield oben. Ja, mach mal den blauen Diamanten ruhig. Ne? Ich meine, ich bin hier in relativer guter Verfassung. Würde sie auch auf 2 bringen. Okay, jetzt ist er natürlich gerade durch. Ich kann das Ganze aber hier. Mit den lila Steinen dann zu Ende bringen. Nemesis auf 3, die dürft ihr relativ gut Rums machen. Jawohl, die habe ich auch gebreakt einmal. Ja, anders geht es ja fast nicht, ne? So, dann sehen wir uns gleich zum zweiten Kampf. So, dann Kampf Nummer 2. Tauschieren noch die Truppen. Magier-Truppe ist noch nicht am Start. Wir nehmen auf. Jawohl, dann schauen wir uns den Gegner an. Ich habe hier nur 2 gelbe im Kontrollanteil dabei. Mit einem 955er Angriff machen die Steine von Reese nicht genug Schaden, aber wenn 6. Ja, 6 werden nicht reichen, der ist doppelt gebreakt. Aber wenn was reinfliegt, dann nimmt er auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Wenn ich das schaffe, dann noch meinen grünen Stack irgendwie zu laden, kann ich die Mitte rausnehmen. Mitte rausnehmen mit Ross. Ja, wir sollten hier Quenelle rein. Wir haben nur Alucard in Rot. Wo ist denn? Hat jemand meine Quenelle gesehen? Wenn ja, bitte mal schreien. Wo ist denn meine Quenelle? Da ist meine Quenelle. Und dann let's go. Bringt ja alles nichts. Hier war sie, hier war sie. Machen wir hier ihn hin, hier ihn und Quenelle. Na, aber, also natürlich wäre es gegen Aramis besser, man hätte 6 gelbe Stacks. Tja. Ja, wer hat die schon? Also die Hardcore-Player, die haben die natürlich, aber ich nicht. So, ich sehe die Dragon Bomb natürlich und halt es.
Ja, das sehe ich auch natürlich in Elna. Da will ich nur ungern so viel reinspielen. Ich bin darauf angewiesen, dass was hochkommt in Grün. Also ich würde mich auf Grün erstmal zumindest die ersten zwei Züge fokussieren. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich Gelb machen. Wir machen das mal. Ich weiß, dass das Glück ist, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. So, ich würde die Mitte gern bearbeiten. So, dann machen wir doch direkt das hier. Und das sind natürlich Traumboards, ne? Da sind wir uns klar. Und dann das hier. Ja. Okay. Okay, ja, also. Ausgleich ist durch. Wir können hier voll drauf. Dev down. Quenelle haut schon richtig gut zu. Ach, und dann gönnen wir uns doch Li Shu, das reicht. Und dann kann er hier Alucard wegfräsen. Ja. Ne? Fünfmal Bane wäre auch gegangen. Gutes Board einfach. So, jetzt stehen da halt, also das waren ja bis jetzt nur Brocken, aber ich hatte mega Boards, ne? Die zwei Kämpfe. Jetzt kommt hier der erste Horrorgegner. Und ich würde das fast so spielen. Es ist Ausgleich, da ist Aramis nicht ganz so stark. Er ist natürlich trotzdem nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn mir den Alpha-Taunt, der nach 4 Runden weggenommen wird, mein Problem ist so ein bisschen, dass Magni nicht gebreakt ist. Und ich bin auch nicht stark hier gegen irgendwas. Ja, aber auch nur noch Fock. Mat und zieh hier. Ich könnte es natürlich. So spielen. Oder sogar so. Die Immunität macht mir hier ein bisschen zu schaffen. Drei Züge, dann kommt der Equalizer irgendwann auch. Pah, ich glaube, ich kann es nicht. Hier können wir drauf. Brauchen allerdings auch hier relativ gut. Gehen wir doch hier rein mit dem Team. Die Ninjas, die sind natürlich mehr, ne? Ich muss versuchen, auf der linken Seite zu spielen. Truppen checken, ja, das dürfte passen. Let's go. Die ersten Auslösungen kann ich verhindern mit Forces, dann wird es eng. Wir haben einen dicken Heal hier mit Rigard, wenn wir ihn ankriegen. Jetzt will das Brot, dass ich Rot spiele. Habe aber kein Rot. Würde einen Zug gucken, ob
hier lila hochkommt irgendwo, kann nicht ganz hochkommen, aber doch zumindest dahin. Oder mache ich die Dragon Bomb, um das zu cleanen, das Ganze? Oder mache ich das, was er mir vorschlägt, um zu gucken, was da passiert? Ich habe auch hier noch die Chance. Ja, komm, macht man das so. Okay, es kommt nichts nach und damit wird es auch schwierig. Ich muss das Board sauber machen. Das ist eine riesen Kombi. Aber da fliegt wenigstens einmal blau, einmal lila rein, ne? Der Equalizer kommt, wenn jetzt jemand auslöst. Das war klar. So, und jetzt würde ich hier, ich habe ja noch Einzugsschutz. Okay, machen wir uns mal sauber. Und ich muss wieder einen toten Zug spielen, um irgendwie an Blau zu kommen. Bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Oder ob ich Lila hier rüber spiele erstmal. Aber mit Lila gewinne ich den Kampf nicht. Ich könnte auch den Diamanten machen. Es wird mir zumindest mal Lila noch einmal hier hochholen. Könnte die Dragon Bomb platzen lassen. Es würde nichts bringen. Und ich will in die Heiler nicht reinspielen. Viel, viel lieber nehme ich den Schaden. So, wir haben hier ein blaues Match. Milena ist am Start. Die werde ich gleich brauchen. Denn ich spiele Lila in die Mitte, das geht ziemlich viel rein. Okay. Magni ist am Start, aber der Ausgleich kommt. Das heißt, mein Taunt ist weg. Ich werde mich um die Seite weiter kümmern. Und werde es so spielen und schauen, ob da Blau kommt. Kommt nicht. Dann machen wir das ruhig so. Ah, das ist schlecht. Ja, das hat wehgetan, aber es geht. Mein Forces brauche ich nicht. Der war nur da, um Aramis abzufangen. Aber jetzt das Hippo. Und jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir ganz, ganz viele Specials machen. Jetzt würde ich auch hier auf sie gehen. Hippo ist noch an. Hippo ist nicht mehr an. Und das dürfte schon ziemlich Aua machen. Dann machen wir ihn doch noch. Und Bab, jawohl. Auch im Equalizer spielbar. Nicht ganz so gut. Aber ja, Mioni macht hier nochmal seinen Move. Und ja, Leute, ich habe gesehen, dass da ein Match war. Alles gut. Das war unnötig zum Beispiel. Meine Lilan sind ja an, aber ich kann, außer mit Rigat, ich will aufs Nilpferd warten. Das ich jetzt auch hab. Der war unnötig, dass der noch hoch ist. So, und jetzt. Hippo, Rigat reicht schon. Reicht nicht, dann darf Magni. Okay,
Dann war das Runder Ritter der Tafel. Runder Ritter der Tafel, tatsächlich. Okay, kurze Pause. Ich sehe gerade, meine Dev hat ja voll abgekackt. Hier One-Shot. Krypto hat mich da weggefegt. Und da unten war es nochmal ein One-Shot. Hat ja prächtig funktioniert. Hey, was ist denn los hier? 51. Oh, Moment, mein Sohn steht auf. Kleine Pause. So, dann habe ich meinen Sohn mal geweckt und der sitzt neben mir und ich muss mal schauen, dass ich die Konzentration hochhalte. Was will ich angreifen? Bastet wird hier ausgeglichen. Der Ritter ist natürlich auch nur die Hälfte wert. Ich schätze das Team. Tete Sherry ist natürlich mit Grün eher problematisch. Eher problematisch, weil sie dann halt noch mehr wehtut, ne? Wir könnten das mit dem Damage Stack spielen und nur die Heiler in Grün mitnehmen. Wird allerdings ihn hierher setzen. Also Idee, Schutz natürlich, Boni Entfernung, ja, also einfach Doppelheal halt, ne? Ist jetzt nicht viel bei Equalizer, was entfernt werden kann. Idee, ja. Einfach Damage. Ich muss ja irgendwann mal die Teams zurückgreifen, die jetzt nicht unbedingt mehr als Schaden sind. Ne? Rot gegen Grün. Die zwei Grünen stehen zwar außen, aber ich muss es irgendwie schaffen. Let's go. Angriff Nummer 4 gegen die Dirties Reborn. Okay, das ist erstmal sehr, sehr gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich es mir nicht verbaue. Wenn ich die Dragon Bomb mache und die dann hochjagt, bringt es mir gar nichts, leider. Das, was er mir vorschlägt, ist völliger Quatsch. Da mache ich mir ein rotes Match kaputt. Alucard ist relativ schnell online. Von dem her macht man das mal so. Ja, Connor, später, später, jetzt nicht, bin gerade selber noch am Kämpfen. So, der Ausgleich kommt. Die Frage ist, ob Bastet auslöst, wenn ich gelb spiele, so dass ich das dritte Match habe. Ich mache mal Alucard. Ausgleich kommt. Ja, und ich muss ihn fast drauf machen, ne? Und dann hier Lila. Also es ist einfach wichtig, wir kennen das alle, dass der Tank erstmal weg ist. Weil, ja, also weil, ne? Der Tank muss weg, das ist ganz klar. So, wir machen mit Levena drauf. Und wir brauchen nicht drüber reden, ich habe gute Steine. Der dritte Kampf hintereinander. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts verbaut. Doch habe ich. Das wieder typisch SK. Hey. Mein Sohn lacht. Aber schaut's euch an. Jetzt macht mal die Augen alle schnell zu. Und dann macht sie wieder auf und sagt mir, ob das nicht ein Traum-Move war. Ein Traum-Move. Ich habe gesehen, dass da ein Diamant ist. Ich will ihn nicht. Und so, Mistweaver, vor dem habe ich ein bisschen Angst.
Oh, sagst du, das ist nix, oh, das ist alles Summe. War sowieso klar, dass er auslöst. Von dem her passt das. Wir haben Overheal. Schauen wir mal, was er macht. Ja, 1000 auf Alucard, danke. Ja, wir machen uns voll. Und dann reicht Alucard hier für, wie heißt der? Archie, Mensch. Grüße gehen raus, Archon. Grüße gehen raus an den Top-YouTuber in Deutschland. Obwohl ihm Conor schon echt von den Followern, von den Follower-Zahlen her, ne, richtig Konkurrenz macht, während ich da auf 150 rumkrebs. Aber ja, Qualität, ne? Qualität zählt. Qualität. Was lachst du? Wegen der Deutschlandfahne und dem Bierkrug. Wir sind höher. Wir sind höher, wir haben mehr Punkte, Leandro. Ja. Der Krieg läuft ganz gut. Die Dirties Reborn haben noch 37 Angriffe. Wir haben noch 19 Angriffe. Boah. 29, 39, 20, 20 mal 5000 Punkte werden, ja, wenn es so weiterläuft. So, wir haben noch zwei. So, Kampf Nummer 4 hier. Finlay geht auf alle, weil wir hier Anfangsboni haben. Ein kleines Problem ist hier natürlich Xiaodun, weil er nicht doppelt gebreakt ist. Er muss das doppelte Break haben und wird es wahrscheinlich auch kriegen, weil ich ihn einfach spielen will. Wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt erstmal Vierer machen. Spielen hier gegen Panther, der natürlich sau schnell ist und sau gefährlich. Ich hoffe, ich kriege Horsorn an. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit Blau hier durchfräsen kann. Let's go. Okay, Ziel weg. Dann machen wir das Ganze nochmal. Wir nehmen ihn, ihn. Und ihn und Xiaodun. Xiaodun dispellt halt auch, ne? Er entfernt hier durch die Minions bannbare Boni. Wünscht mir Glück, Leute. Ah, die Truppen, 29er auf ihm. Dann hat er ein bisschen mehr Def, 18 Schild, ja. Wichtig ist hier auch der, also Finlay hat das Kostüm, deswegen die muss auf 17, so viel ist klar für 7 Steine. Ne, da müsste es sogar auf 23, oder? Aber Horsehorn ist hier schnell am Start mit dem Reflekt. Der Panther ist natürlich auch im Ausgleich gefährlich. Wir hoffen, dass wir killen können. Lieber Stein, oh, das sage ich jetzt lieber nicht, das wäre. Macht man nicht. Ja. Okay. Improvement. Improvement. Also, Idee. Keine. Alejandro sagt Panther töten. Ja. 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 Wäre mal eine Maßnahme, aber nicht ganz so einfach. So ne Mann. Okay, ich werde grün, ich werde gelb-blau spielen. Es geht in rot. Gib mir danach ein lila Match. Es geht sau viel in den Panther. Ich glaube nicht, dass ich eine andere Chance hatte. Ich könnte natürlich auch grün in gelb in blau spielen und hoffen, dass da noch was Blaues hochkommt. Geht alles in die Gazelle, will eigentlich nicht, dass die Gazelle auslöst. Okay, aber andersrum lösen so wahrscheinlich Panther und Gazelle aus. Schwierig. Ich hole mir erstmal den Lilanen darüber. Ja, okay, das war halt, das hätte man wissen können, ne? Und schon sieht es gar nicht so gut aus. Schwierig. Schwierig. Ausgleich ist zwei Züge weg. Ich mache das jetzt.
Alejandro, was habe ich dir gesagt? So, Entschuldigung, ja, ich muss einfach, brauche ein bisschen Ruhe. Damit ich dann den Tag über natürlich auch für ihn da sein kann. Es sind ja immer noch Ferien, was richtig geil ist, weil ich so richtig viel Zeit habe. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ja, also das kann ich natürlich spielen, das ist nur halt relativer Unsinn. Ich werde jetzt den Diamanten zünden, um danach ein lila Match zu haben. Ich bin mega weit von lila entfernt. Müsste auf Blau gehen und das ist wahrscheinlich doch die beste Lösung, denn Blau muss ja irgendwann kommen. Blöd ist, dass der Panther kommt vorm Ausgleich. Nach dem Ausgleich. Wir holen uns das aber erstmal. Ja, das ist verloren, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Der schallert jetzt durch. Ich mache jetzt den Dia, denn ich brauche meine Heilung. Ja. Er belebt sich zum Glück wieder. Jetzt hab ein Tag, ein Tanzen. Und alle tot. Elkan kommt. Alle tot. Scheiße, ey. Zum Kotzen, ey. So, ich mache ihn mal an. Hab einen blauen Stein. Einen einzigen und einen lilanen. Könnt natürlich gelb in rot spielen. Würde mir danach ein blaues Match geben. Es bringt nur nicht mehr viel. Eventuell kann ich da noch ein bisschen Schaden reinkriegen. Ohne dass der Heal kommt. Es ist nur die Frage, ob wenn ich gelb reinspiele, ob dann nicht die Gazelle wieder angeht. Ich habe ja nicht viele andere Möglichkeiten. Von dem her wird es die einzige sein. Ich könnte natürlich grün spielen, dann geht der rote hoch und gucken, ob da blau kommt. Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung. Da kommt blau, aber der Panther killt mich jetzt halt. Und zwar komplett. Ja, Finlay macht hier den Haken. Gehen wir hier drauf. Ich habe gesehen, dass Ausgleich ist, aber ich versuche den Panther wenigstens wegzukriegen. Ja, das ist gelungen. Das ist schon mal was wert, ne? Aber wir brauchen nicht drüber reden, dass wir jetzt hier tot sind. Finlay markiert den Haken das zweite Mal. Der kriegt jetzt gleich Stress mit Nurgib. Okay, und dann war es auch passiert. Schade, dann müssen wir schnell einen Clean machen und da ist es wieder. Ich bin einfach nicht hundertprozentig konzentriert jetzt gerade. Aber ja, hatte auch halt kein Board, ne? Und das ist einfach schlecht. Da ist es wieder. Ich habe geschaut, dass ich es vorher noch auf die Reihe kriege, aber ja, irgendwann ist es dann halt soweit. Aber so ist das Leben, ne? Muss mal gucken, ob ich das auf Dauer, ne? Geht ja auch Schule los dann und so. Und dann ist das auch anders. Okay, also sieht ganz gut aus für uns. 32 Angriffe zu 6 Angriffe, aber 6.700, da dürften sie nicht mehr hinkommen. Okay, sie haben den Flip noch, aber sie haben auch noch ein paar ganz schöne Brocken dastehen. Es ist Ausgleich, ne? Da scoret man in der Regel recht hoch. Wir machen jetzt noch hier die Reste, und zwar nehmen wir uns da den grünen Ritter. Schauen wir mal, was wir noch an Teams haben. Ich glaube, da ist gar nicht mehr viel übrig. Es ist noch das Fock-Team übrig. Hier mit Ross und Garnett, das wäre noch Alfrike übrig. Die spiele ich natürlich nicht. Völliger Blödsinn, ist ja kein Rush, ne? Okay, wir haben in Blau hier noch. Ihn muss ich noch breaken.
dann ist er auch einsetzbar, wenn er gebreakt ist. Wie gesagt, ich bin am überlegen, ob ich nicht ein paar Vierer doppelt break, ein paar wichtige. Also gerade so Grimm-Kostüm, Miliki-Kostüm und eventuell sogar Colin vielleicht nicht. Aber ne, also es sind ja nur zwei Vierer doppelt gebreakt, von dem her. Also das Team nehmen wir, gehen wir mal zurück und schauen, ob das gegen hier funktionieren kann. Wir sind schwach gegen Marjana. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Jove kann uns alleine auslöschen. Der Ritter dürfte, aber komm, schauen wir mal, was die Punkte geben. 2017, 2917. Versuchen wir das. Und hier Rossin, hier den Ritter und hier Garnett. Schauen wir rein. Agrafena. Ja, also er ist halt gefährlich, ne? Er ist saugefährlich. Er macht wirklich, wirklich viel Schaden, wenn er ausgelöst hat und dann stirbt. Und es sind 5 Züge, ne? Da muss man schon schauen. Ich muss dann in Marjana reinspielen. 29, die 29er brauche ich hier wegen dem dreckigen Snipe. Die 17er auf den anderen zwei. Let's go. Muss klappen. Muss klappen. Komm, Eska, los geht's. Auf, gib mir. Also ich kann mir selber natürlich nichts geben. Okay, wir haben ein rotes Match direkt, right from the start. Und ich würde tatsächlich erstmal gelb spielen und schauen, ob da ein grüner reinrutscht. Kommt nicht. Dann würde ich jetzt den Diamanten machen oder gönne ich mir noch eins hier mit Rot in Marjana. Ja, machen wir das doch. Ja, jetzt. Aber bringt mir noch nichts. Aber der hilft. Der geht auch gleich hoch. Schauen, ob das die schlauste Lösung ist. Das ist die einzige. Ja, das mache ich nicht. Das wäre Blödsinn. Das hat schon gut weh gemacht. Jetzt muss ich leider noch einen Zug warten, um das da zu generieren. Hier kommt grün. Und dann kann ich ihn wegmachen, bevor er auslöst. Was ganz wichtig ist. Und wir haben, ja, wir könnten die Seite wegmachen. Ich mache sie weg, wenn es geht. Dürfte funktionieren. Right on the edge, jawohl. Dann habe ich natürlich hier auch Glück gehabt. Aber das gehört nun mal dazu bei einem Spiel. Okay, dann war das mein Krieg gegen die Dirties Reborn. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind gelandet bei 266. Ein verkackt. Ich kann es nur immer wieder sagen, das wird besser. Es ist wahrscheinlich auch so, dass ich noch nicht 6 richtig, richtig starke Teams habe. Ne? Erstens sind die Truppen nicht oben.
Und zweitens habe ich von den Helden her, glaube ich, noch nicht. Ich habe starke Helden, aber ich glaube, 6 so richtig kracher Teams auf höchstem Niveau habe ich dann doch noch nicht. Und ich sehe das bei anderen auch immer wieder, die gut spielen, die weit oben spielen, aber dann halt doch keine 6 Brutalo-Teams haben, dass sie hier 6-mal einen One-Shot reinhauen, ne? Und so geht es mir halt auch, glaube ich. Und vor allem sind es bei mir, glaube ich, auch die Truppen, weil ich halt auch kaum Steinschaden mache. Von dem her, ich werde Jana leveln, Jana wird Gold wert sein. Nemesis war schon ein großes Upgrade, weil einfach der Steinschaden von ihr auch so hoch ist. Kleinen Moment. So, jetzt bin ich total verwirrt und weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Genau, es ging um die Teams. Jana wird da einfach mega helfen. Wir haben einfach, es ist einfach so, dass wir fast immer lila Tanks haben oder wir haben gelbe Tanks. Und in lila bin ich super schlecht besetzt, ja. Rain wäre hier der Sniper, der 3 Züge braucht, dann ist auch das ganze Team weg, aber Circumstances, er darf niemanden umbringen. Wenn er ihn umbringt, war es das. Ne, und da kommt eigentlich auch nicht viel nach, wie wir wissen. Ihr kennt meinen Account. Von dem her wissen wir, dass ich in Lila relativ schnell schwer besetzt bin, schlecht besetzt bin. Victor im Kostüm, ja, den müsst man breaken und dann schauen. Ansonsten sind hier langsame und der Seelentausch. Cage hat kein Kostüm. Müsste mir fast lila Hitter holen, wenn beim Seelentausch irgendwas bei rumkommt. Dann ist hier Octros im Kostüm, der ja ein bisschen mehr zusätzlichen Schaden pro Feuerschild macht, was vielleicht gar nicht schlecht ist, aber ja, also. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass immer so viel Feuerschilde liegt, um ihn zu laden, muss man die wegspielen. Von dem her uninteressant erstmal. Fogg wäre natürlich ein Upgrade, das wäre super. Sie habe ich nicht, würde ich auch nicht mehr leveln. Lepiota wäre noch geil im Kostüm. Eine zweite würde ich auch instant leveln. Wirklich instant. Genau. Und wie gesagt, Hannah, wenn sie ein Kostüm hat, wäre auch geil. Ja, ansonsten ist hier, ja, das sind schon gute Helden, ne, aber sie brauchen mittlerweile, er ist halt fürs Titan super. Wann hat Gacha mal denn ein Kostüm gekriegt? Ach, er doch, war schon drin, ne, das letzte Mal sieht er fake aus. Mit Rosa hier. Die geile Gacha. Sorry. Tabletten, Leute, Tabletten. Genau, das soll es gewesen sein von mir. Es war ja ein Kriegsvideo und nicht irgendwas hier. Nine-Headed Beast haben wir gezogen, beziehungsweise Alejandro mit seinem Glücksfinger. Ja, das mit Kinder beschwört für eure Eltern klappt scheinbar echt. Ja, die gucken halt zu, ne, wenn wir spielen, wir Elternteile, und dann wollen sie natürlich ab und zu mal auf den Button hauen. Besonders wenn es Kinder sind, die noch Dingalter haben, ne? Dann sind die halt manchmal dabei. Okay, das soll es gewesen sein, will euch nicht länger stressen. Ich denke, der Krieg ist durch. 29 mal 15 sind 1000, 1800. Nee, so durch ist er nicht, oder? Naja, wir werden sehen. Ich poste euch wie immer in den Shorts. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis dann. Grüße gehen raus. Euer SK.